Alter, lass doch mal die Tür in Ruhe, du machst mich wahnsinnig. Hallöchen, meine kleinen Wölkchen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Purgle Edition. Und ja, ich bin wieder auf dem LPT-Server. Ist momentan wieder keiner da, weil ich wieder mitten in der Nacht online bin. Aber es ist ja heute Freitag. Und ich denke mal, ab morgen in den Videos werde ich wieder ein paar Leute sehen, weil ich dann wieder tags aufnehmen kann, weil Wochenende ist. Nichtsdestotrotz wollte ich mal gucken, was die anderen so Feines gemacht haben. Dazu mache ich aber, denke ich mal, einen kleinen Cut. So, und da vorne sehen wir auch schon vom Tod die Bude. Und ich will da mal kurz hingucken, was er dann so alles Feines gemacht hat. Ich habe jetzt absichtlich keine Koordinaten eingeblendet, weil das wäre ein bisschen doof. Gut, in den letzten 3 Tagen kam nicht ein Griefer drauf. Das heißt, die momentan drauf sind, die haben anscheinend nicht die IP verraten. Weil irgendwie kurioserweise, immer wenn ich jemand drauf lasse, ein paar Minuten später, bam, ist gleich irgendwie noch einer drauf. Ich weiß auch nicht. Sobald ich irgendwelche Leute einlade, schwupp, sind kurze Zeit da drauf, gleich wieder die nächsten da. Also, die ich nicht mal eingeladen habe. Ich finde das echt ein bisschen kurios. So, Abfahren verboten. Gut. Ich wollte dir eigentlich helfen, aber wenn ich nicht darf, dann hast du halt Pech, ne? Aber heute machen wir mal Hausfriedensbruch. Heute gucken wir einfach mal in die Bude rein und schauen, was er da hier so gemacht hat. Also, er hat ein Bett, er hat, er hat Öfen. Und hat hier oben 2 Kisten. Ich will da jetzt nicht reingucken, das wäre ein bisschen zu frech. Aber ich weiß, er hat nicht nur die Bude, sondern er hat ja noch mehr. Und das will ich mal aufsuchen. Huch, da kommt der Baum auf einmal aus dem Nichts. So, ich will die Position nicht ganz verraten, deswegen kommt jetzt kurz noch ein Cut. So, da bin ich schon wieder. Und ich sehe, Alter! Jedes Mal, wenn ich hier irgendwas anfangen will, dann ist hier so ein Idiot. Stirb, stirb! So, und ich sehe schon, hat der Tod, glaube ich, auch gemacht. Der hat den Server-Anfangs-Spawner in ein Gemüsefeld verwandelt. Und warum sind hier eigentlich so viele Viecher? Das wundert mich die ganze Zeit. So, mal gucken, wie es hinten weiter. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Warte. Da muss ich doch mal glotzen. So. Ich habe ja noch nicht alles gesehen, also ich gucke ja nur rüber ins Dorf, wenn ihr auch dabei seid oder wenn ich gucke, dass irgendwas kaputt gemacht ist. Da oben wurde ein Riesenpenner mit Pimmel gebaut. Ja, okay. Lassen wir das mal außen vor stehen. Alter. Da hat sich aber jemand was vorgenommen hier. Okay. Es wird anscheinend eine große, ziemlich große Burg. Da will mich jetzt wieder jemand toppen, ne? Gut. Wer hat's gebaut? In die Kommentare. Wer hat's gebaut? Wer hat's gebaut? Wer hat's gebaut? Also, wer will's bauen? Wer hat hier angefangen? Bitte in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt nicht. Oder bei Twitter. Eins von beiden. So, ich will mal gucken, was ich hier noch verändert habe. Der Stealth, der wurschtelt ja auch noch ab und zu hier drauf rum. Habe ich zumindest gesehen. Was ist denn hier? Ah, hier war ein Loch. Das habe ich mir schon angeguckt. Warum war da ein Schild? Hi, okay. Ah, gucke mal. Tod Micha, das ist ein neues Haus hier. Das hat er sich extra aufgestellt. Ah, nee, das war kaputt gewesen. Es war kaputt gewesen. Darüber hatte ich ja bei Twitter berichtet, weil hier ein Griefer drauf gewesen war, der unbedingt alles kaputt machen musste. So richtig schön, so richtig schönes kleines Arschloch war da drauf gewesen. Kleine Burg. Was hast du denn hier? Kürbisse. Achso, ich habe übrigens unterwegs auch Kürbis eingesammelt. Auf dem Weg hierher. So, ich will mal gucken, ob sich da oben noch irgendwas verändert hat. Ich bin ja nur neugierig, ne? Ich muss ja gucken, ob sich hier irgendwas tut. Oder ob jetzt sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich lasse das jetzt einfach stehen. Kann ja auch sein, weil dann kann ich mir mehr andere Leute suchen, wenn sich nichts mehr tut. So.
Weil ich möchte ja schon, dass hier, also wenn hier jemand mitmacht, dass er wirklich aktiv ist. Aber das Problem ist halt, immer wenn ich jemanden einlade, kommt irgendwie ein zweiter hinterher. Zu dem Dreh, ich hab die IP, jetzt verrate ich mal weiter. Keine Ahnung, irgendwie ist das immer so. Ich glaube, ich lade mir bald den Quitschibu ein, oder wie der heißt. Ich finde den eigentlich ganz cool. Guck öfter mal seine Videos, aber ich vergesse seinen Namen immer. Warte, ich muss mal ganz kurz, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöde, dass ich jetzt hier nebenbei noch suche und nicht ins Mikro rede, sondern vorbei. Kleiner Moment. Ja, wo ist er denn? Ich guck einfach bei Twitter. Bei Twitter finde ich ihn immer. Ich kann da schon mal weiter gucken. Brauche ich einfach eine Kuh drücken, da finde ich ihn. Ich habe nur einen. Der Quitschibu, ich hatte recht gehabt. Ich kann mir sogar ab und zu Narben merken. Ab und zu geht das. Ich war hier doch gar nicht drin gewesen, oder? Auf jeden Fall ist es ein sehr großes Kistenlager hier drin. Ein Dreckblock? Ein Dreckblock ist keine Hinderung. So, hier ist einfach nur Holz. Wart mal. Ich habe hier eine Tür gehört. Hä? Ja, ein Dorfbewohner. Hallo. Sie haben eine äußerst merkwürdige Nase, mein Freund. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Man könnte operieren. Da wieder einsteht dort und dort. Versteht er nicht. So, mal gucken. Oh, hier haben wir eine gute Aussicht. Bis auf das da. Naja. Schafe. Also von hier oben. Also aussichtsmäßig ist das ja geil. Bloß schade ist immer, wenn man einen Server macht und alle, die raufkommen, die Sichtweite ist immer ziemlich beschränkt. Also ihr seht es ja bei mir im Singleplayer-Modus. Da kann man bis sonst wo gucken. Aber bei einem Server ist halt das Problem, die Sichtweite ist immer ein kleines bisschen eingeschränkt. Und ich hoffe, dass das irgendwann in den Laufe der nächsten Versionen auch mal geändert werden kann. Also Ordnung. Na gut, ich wollte gerade sagen, hier ist ja Ordnung drin. Aber noch ein bisschen, was ist denn das? Schweinesattel? Wo hast du den Schweinesattel her? Ich bin seit Ewigkeiten auf der Suche nach dem Schweinesattel. Aber ich habe irgendwie nie das Glück. Gut, du hast bestimmt geangelt, oder? Also beim Angeln hatte ich einmal das Glück und habe den Schweinesattel gefunden, aber dann auch nie wieder. Ist aber ziemlich leer hier. Alter, ist das ganze Viehzeug da draußen? Aber warte mal, pass mal auf. Ich muss mal ganz kurz an den anderen PC rüber. Ha! Erstmal Tag gemacht. Ich weiß das. Jetzt, oh, der cheatet schon wieder. Nee, ich habe einfach bloß auf meinen PC rüber geguckt. Habe ich den jetzt freigelassen? Nee, oder? Nee. Boah, ich dachte schon. Deswegen war hier vorne zu. Aber er wurschtelt noch unten rum. Keine Sorge. Ich habe ihn nicht freigelassen. Und außerdem, ich mache das mit Tag hier nur, dass ihr mehr sehen könnt. Alter, wie viel Viehzeug da unten rum wurschtelt. Das ist ja schon fast ekelhaft. Aber schöne Aussicht, wenn man hinten sieht. Au! Du Arsch! Was machst denn du? Der kam eben durch den Boden. Wenn man hier wirklich, wenn man hier runter guckt, dass sich hier so ein riesen Ding aufbaut, das wäre auch schon ziemlich geil. Erst hör auf mit den Türen, Alter. Was ist dein scheiß Problem? Steffs Eigentum. Wir treten nur für Penner. Und laut. Achso. Ha. Muss ich erst mal gucken. Was ist denn? Hä? Alter, lass doch mal die Türen ruhen. Du machst mich wahnsinnig. Ich glaube, der mag die Tür. Ja, wir wissen's. Er ist auf jeden Fall glücklich mit der Tür jetzt, ohne Scheiß. So, hier ist noch ein Knopf. Ich sagte, hier ist ein Knopf. Geht die Tür auch wieder zu. Nicht, dass der Penner runterspringt. Ich meine, Penner, sage ich jetzt schon. Der Dorfbewohner. Jetzt sind Dorfbewohner bei mir schon Penner.
Ja, also der Penis, den hätte ich nicht rangemacht, weil das auch die Hose an. Ich weiß ja nicht. Also mit dem Reißverschluss, ne? Also wenn du in dem Reißverschluss ziehst, das kann ordentlich wehtun. Oh. Was? Was ist dann euer verfucktes Problem? Stirb! Und guck mal da. Nach, da hab ich zuerst gesehen. Da unten hat sich auch was getan. Da unten war ich aber noch nicht. Da könnte ich da mal runterwurscheln, oder? Komm. Zack. Aua, das hat wehgetan. Hier unten habe ich noch nicht geschaut. Och, hallo Schiebchen. Hallo. Ja. Eine Schere bei? Nö. Oh doch. Ha. Ich werde dich entwollen. Entwollt. Animal Porn, Farm. Von BRPVP, Snoopy Crafter. So. Die waren auch, ja, die habe ich leider noch nicht in die Wishlist eingeführt. Weil ich erstmal Probleme hatte mit diesen komischen Griefer-Typen. Weil es ging mir auf den Sack, dass irgendjemand immer hier reinkommt. Das braucht ihr jetzt eh nicht. Nein, jetzt krieg ich damit, komme ich da nicht rüber. Ach komm. Soll das hier eine Theke werden oder was? Warte, ich mach's mal. Nein, das kannst du. Pff, das ist das Huhn abgehauen. Naja, ich glaube, das eine Hühnchen, das ist ja nicht so schlimm, ne? So. Weil es rausgegangen ist. Alter, das ist noch eine Wüste. Ich müsste sowieso mal bald Glas farmen. Was? Hallo? Ah ne, du bist ja ein Zombie. Du bist ein Zombie. Du bist ein ganz böser Zombie. Na komm her, du Flitzpiepe. Bist du zu langsam im Wasser, hä? Kommt wieder irgendwas von hinten? Nee, doch nicht. Habt ihr noch mehr gemacht? Oder verpasse ich irgendwo was? Schreibt mir, wo ihr noch was gemacht habt. Oder war das schon alles jetzt in den paar Wochen? Hallo, kommst du richtig? Hey, kannst du übelst geil fressen farmen, ne? Also bei mir, da rennt nichts rum. Aber hier? Hier ist alles voll von den Biestern. Kein Wunder, dass das Server leckt. Bei euch ist das ganze Viehzeug. Und bei mir ist gar nichts. Es sammelt sich bei euch. Ne, Schiebchen? Deine Ohren sind cool. So. Das Wasser blitzelt und blinkt hier. Oh, eine Kuh. Ja, jetzt wird es hier echt zu einer Farm. Ey, ich bin überfüllt. Farmfolge, bloß dass ich hier Fleischjagd bin. So. Wir wollen ja jetzt hier nicht vegetarische Kost in Minecraft machen. Nein. Blödes Huhn. Ah, ich muss. Ich habe ja noch den. Hä? Hab ich zwei? Ah, ich hab zwei. Ich werde schon langsam Schurke. Ja, na klar. Ey, es ist helllichter Tag. Du musst brennen. Ich glaube, die Zombies hier werden alle langsam widerstandsfähiger. Warte, wie viele Schafe hier rumrennen? Du bist kein Schaf. Hä? Okay. Hallo, Schaf. Deine Wolle ist mein. Oh, das ist. Was ist mit dem Schaf nicht richtig? Es hat kurz gefressen und schon mit Baff war es gleich wieder voll. Oder? Jetzt kommen jetzt. Die fangt ihr ja eh nicht alle ein. Da sammle ich mir den ganzen Rotz hier. Weil bei mir, da ist so tote Hose. Da sind keine Tiere mehr. Deswegen muss man hier auch mal ein bisschen rüberkommen und farmen. Alter, warum hast du keine Wolle dabei? Was gibt's denn noch hier? Das ist aber ein riesengroßes Klo hier. Ach, da hinten hat er noch angebaut. Das sehe ich auch erst jetzt. Ich bleib immer stehen. Och. Da kommt er gleich schon wieder angewandert, der blöde Sack.
Ich werde da oben noch nicht in die Burg reingucken. Ich werde erst reingucken, wenn die fertig ist. Ja, na klar. Da vorne gleich wieder zwei Creeper drinne. Ich will aber die Kuh. Die Kuh ist eh nicht da vorne im Feld. Du kannst ruhig mal sterben. Was mache ich denn jetzt weg? In die Blume. Blumen brauchen wir nicht. Bin so kein so Blumenliebhaber, wenn ich jetzt in meine Bude mich umschaue. Hier steht ein Kaktus. Der Kaktus, der ist aber schon eingegangen. Den habe ich, glaube ich, drei oder vier Wochen nicht gegossen. Der hat keinen Bock mehr. Eigentlich sind Kakteen, ich wollte jetzt Kaktusse sagen. Kakteen sind ja eigentlich recht widerstandsfähig, außer bei mir. Da halt nicht lang. Hier steht aber kein Schild dran. Nicht abfarmen. Wer macht denn hier eigentlich ein Hai hin? Au! Au! Stirb! Wenn einer Haie will, ne, der muss ja woanders hinfahren. Ich wollte da jetzt nicht den Scheiß einsammeln. Leck mich doch. Wo sind die da? Sperma, die Samen. Ich sammle sie die ganze Zeit ein, aber dann kommt. Da. Ich bin jedenfalls immer so freundlich und mach's wieder nach. Manche andere, die rennen einfach durch, nehmen einfach alles mit und rennen dann einfach weiter. Immer freundlich zu anderen Bewohnern sein und immer wieder alles hinpflanzen. So. Achso, jetzt haben wir uns ja gar nicht entschieden, ich wollte schon wieder Penner sagen, wie der Dorfbewohner da oben heißen soll. Also ich habe, ja, wir waren ja bei Twitter in Diskussionen gewesen. Und da müsstet ihr euch mal wirklich langsam entscheiden. Das knobeln wir dann aus. Habe ich jetzt irgendwo noch? Habe ich nicht. So. Könnt ihr mal vielleicht in die Kommentare mal so ein paar Vorschläge reinschreiben, wie der, das will ich schon wieder Penner sagen, wie da oben der Dorfbewohner, bei denen da oben drin heißen soll, weil die suchen hier irgendwie zwingend nach einem Namen. Habe ich zumindest gelesen. So, hier, da ist ein Schild wieder. Ich wollte jetzt eigentlich die Setzlinge einfangen, weil ich hier Bäume setzen wollte, weil das sieht scheiße hier vorne aus. Dann kann man das hier ruhig mal ein bisschen begrünen. Und den Wald draus machen. So, Freunde. Nichtsdestotrotz, ich muss ein Folgenbäuschen machen. Denn ich weiß gerade nicht mal, was ich berichten soll. Also zumindest von hier. Ich werde jetzt nächstes Wochenende, also nächsten Freitag, werde ich mal wieder rüber gucken. Und dann werde ich gucken, was sich denn hier so getan hat. Was die anderen so machen. Was sie bauen und wie sie bauen. Ne? Aber mache ich jetzt mal freitags. Also freitags gucke ich hier rum. Da oben ist ein Zombie auf der Burg. Der hält schon Ausschau. Und dann danke ich euch fürs Reingucken. Wir sehen uns gleich in den Kommentaren wieder. Und natürlich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.